Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant, während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. So, willkommen zur zweiten Mission Command & Conquer Red Alert 3. Da fahre ich mal wieder. Warum auch nicht? Warum sollte ich die zweite Mission mit wem anders spielen? Weil du mich nicht mehr magst. Ist ein Argument. Ist ein sehr gutes Argument. Das diskutieren wir ein andermal. Ja, damit kann ich auch leben. Ich kann mit Feinden eh besser umgehen als mit Freunden, von daher. Wir töten jetzt einfach alles. Genau, aber erst bevor wir jemanden töten, solltest du sagen, bereit, weil sonst ist nichts hier mit Töten. Ja, ist ja klar. Wie wir sehen, das zieht sich, egal bei welchem Spiel, ob es jetzt Need for Speed ist, ob es hier Command & Conquer ist oder bei anderen Spielen, die ihr nicht mitkriegt, Toffer ist immer ein Problem mit bereit. Und Befehle befolgen kann er auch nicht. Nö. Muss ich ja auch nicht. Ist auch geil. Da kommen Panzer auf dich zu und du zielst auf ein Flugzeug. Ja, Strategie. Eine Einheit wird angegriffen. Nein, eins. Ja, ich weiß. Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit entsandt, aber er ist wohl verschollen. Begeben Sie sich zur Abschussrampe. Aber bitte seien Sie auf der Hut. Okay. Ach, jetzt kommen ja wieder die Samurai hier. Yeah. Die schneiden dich in kleine handliche Scheibchen. Die haben Laserschwerter. Ich bin aber nicht bei Star Trek. Ach, scheiße, nicht Star Trek. Star Wars. Mann! Das gibt eine Schelle. Ja, ich weiß. Ich hab's vertauscht. Es tut mir leid. Gene, es tut mir leid. Auf die Knie. Battle. Asche auf mein Haupt. Die Tiere sind Speer. Die bleiben jetzt aber auf der Null. Gut, wir haben jede Menge Munition. Meine Haribo-Teddys werden jetzt erstmal hier alles auseinander. Also auf da oben links waren Einheiten für mich, das heißt, ich gehe nach links. Die sind bald auf beiden Seiten sind die. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Dass wir Spritkosten sind. Rechts laufen, links laufen. Wir sind Russen, wir denken nicht in Geld. Oh. Verlierst du deine ganzen Viecher? Yep. Du bist doch so ein Noob. Ich hab doch jetzt hier oben meine super Tesla Trooper. Volle Energie. Positiv. Was ist das? Wollten die den Gegnern schon immer Blitze entgegenschleudern? Ja, wie Zeus. Sie haben alle Mitglieder des Spähtrupps befreit. Jetzt können sie dafür ihnen helfen, die Abschussrampe zu erreichen. Die Tesla Trooper können Stasefeld erzeugen, dann können sie sich aber nicht mehr bewegen. Schilde aktiviert. Also der Feigling-Modus. Richtig. Die Fußtruppen darfst du jetzt machen und ich mache hier den Rest. Du willst doch immer das Beste für dich. Ja. Jetzt schmeißt du noch mit Satelliten um dich. Nein, ich will die hoch. So, Kacke hier. Die sind weggerannt.
Was tun Feinde, wenn man sie beschießt? Immer muss man dir helfen. Ach, ich kann hier ja auch den Kopf liegen. Oh, da steht noch einer. Wie hast du es eigentlich geschafft, so viele Zeus zu erzeugen? Hast du irgendwo ein geheimes Klonlabor? Ja. Das sind alles Dollys. Für die Einsamen unter euch, ich meine nicht die Buster. Ich bin mir nicht so sicher, ob das sinnvoll ist, die Schafe in solche Anzüge zu stecken. Es gibt Leute, die stecken Pferde in Lasagnen. Das ist eine andere Geschichte. Mach mal hier den Panzerplatz. Schon wieder muss ich dir helfen. Die mögen keine Laserstrahlen. Nein, ich darf auch nicht nach oben schießen mit den Dingern. Die sind so inkompetent, die Waffe zu heben. Die Arme sind zu schwer. Guck mal, ich hab neue Bunnies. Es wäre taktlos, von mir nicht vorzustellen. Ich bin Shinzo Nagama. Sie mögen Kenji besiegt haben. Doch mich zu schlagen ist gar nicht so leicht. Das schaffen wir auch. Sie haben sich die ganze Zeit in den Zelten versteckt? Was soll's, mir egal. Das Orbitalentsorgungsprotokoll ist jetzt verfügbar. Nun können Sie den Feind vernichten. Natürlich ist ihr das egal. Die sitzt doch irgendwo in einem Bunker. Aber auch nur, bis die Aliens kommen. Muss ich dir jetzt wieder irgendwo helfen? Oder? Nö. Ich habe nur gesagt, du sollst den Panzer platt machen, weil ich hier Stase-Dingsbums da und EMP und. Ich habe sie gebrutzelt. Naja. Warte mal, ich sehe, ich habe die Brille ab. Warum tust du sowas? Weil ich es so wollte. Ach, du wolltest die rosa Brille aufsetzen. Nein, ich habe jetzt hier, weißt du, aus was war denn das? Zurück in die Zukunft 1, 2, wo der da die ganze Zeit mit dieser coolen 3D-Brille rumrennt, weil die dachten, das wäre damals total cool damit, weißt du? Aha. Sollte ich mir langsam Sorgen machen? Warum? Weil ich Filme kenne, die du nicht kennst. Ach, der steht hier sogar. Aber dass du solche Brillen aufsetzt. Das Ding fährt weg. Nee, echt? Hätte sich auch mal dran festbeißen können. Dachten Sie etwa, es würde so leicht sein, uns aufzuhalten? Ja, dachte ich. Eine Einheit wird angegriffen. Ihre Taktik ist unorthodox, aber das war kein Problem für Sie, Kommandant. Die Bürger Moskaus werden hingerissen sein, wenn sie von diesem Sieg erfahren. Bam! So. Mission 2 wäre auch erledigt. Mission 3 folgt dann jetzt mal.